Neue Luca-Pizza. This shit got me in my feelings. Luca, schönes Foto. Gotta be real with yep. Übrigens, wer TikTok kennt, da bin ich jetzt auch aktiv. Ein hoffnungsloser Fall. Deswegen könnt ihr da ja mal gerne vorbeischauen, wenn ihr wollt. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I... Hi Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Heute habe ich irgendwie Lust auf Pizza. Wie ihr wisst, gibt es schon eine neue Luca-Pizza und die will ich mal ausprobieren und mal gucken, wie sie schmeckt. Und wir fahren jetzt dann mal die Pizza holen. Ich will mir die Pizza von Rewe holen. Ich rufe da jetzt nochmal an wegen der Drehgenehmigung. Hallo, hier ist Santi und zwar wollte ich fragen, ob wir bei euch, bei Rewe, einfach irgendwie so spontan reinkommen können und da drehen. Nein, geht nicht? Ja, okay, was müsste ich denn machen? Ja, okay, also eine schriftliche Genehmigung. Ja, okay, und wie kriege ich die? Ach so, ja, okay, nee, das ist dann ein bisschen zu weit weg. Dann lassen wir es einfach. Danke, tschüss. Ja, leider hat es nicht ganz geklappt. Rewe erlaubt das nicht. Wenn, dann brauchen wir eine schriftliche Genehmigung von der Zentrale. Und das ist ein bisschen zu weit weg. Und das würde dann noch lange dauern. Wir wollen das ja spontan machen. Deswegen lassen wir es einfach. Okay, wir sehen uns dann wieder, wenn ich die Pizza geholt habe. Wir sind jetzt angekommen beim Rewe am Schwarzen Bär. Jetzt die Luca-Pizza geholt. So, Leute, wir sind zu Hause. Erstmal ein schöner Eisberg. Die Luca-Pizza. Ich habe mir zwei Pizzen geholt, denn ich glaube, ich habe einen riesen Hunger auf Luca-Pizza. So, auf jeden Fall sieht man schon mal sein Logo. Da steht nochmal Luca. Die Pizza hat so ungefähr 3,45 gekostet. Ja, hier habe ich sogar noch ein Foto gesehen. Luca Shield, lol. Zwar habe ich mal in einem Video gesehen, dass er da auch mal Doppelpiece gemacht hat. Und an dieser Stelle nochmal Gruß an dich, Tanzverbot, wenn du das liest. Achso, wenn ich ein bisschen in Richtung Kritik gehe, dann will ich nur nochmal sagen, ich will hier kein Beef mit Luca oder keine Ahnung, mit mir noch. Und zwar will ich hier nur Spaß haben. Die Pizza sieht geil aus. Also die Verpackung. Ich habe es noch nie ausprobiert. Hier ist ein Hut, den will ich auch. Den hier. Und den Schnurrbart auch. Aber nicht grün. Sondern schreibt mal in die Kommentare, wie ihr mich mit Bart vorstellt und welche Farbe er hätte. Boah, wenn ich mich mit Bart vorstelle, scheiße. Oh, meine Augen. Ja. Und zur Sicherheit habe ich nochmal den Kostenbogen. Der Boy. Falls ein scharfkantiges Plastikstück auf der Pizza zu finden ist, man weiß ja nie, was in der Pizza drin ist, da kann ja auch irgendwie, keine Ahnung, Schweinekot drin sein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, ich hoffe, dass da ein Stück Essbares ist und ich jetzt keine Plastikpizza hier kriege. Und nicht so ein... Aber nicht vergessen, ich mache nur Spaß. Also, Luca, schönes Foto. Sollte dein WhatsApp-Profilbild werden. So lange hält sie sich bis zum 3.5.2019, aber so lange hältst du nicht aus. Luca, ich bin kein Pizzamensch. Entschuldigung. Ich esse zwar Pizza, aber nicht so von sich. Luca, Schweinefleisch. Jetzt bin ich traurig. Warum ist der Pizzaboden schwarz? Du Scheiße. Bitte. Ich habe die Pizza jetzt ausgepackt. Man sieht sie in ihrer vollen Pracht. Da war Schweinefleisch drauf, die habe ich runtergenommen, weil ich halt eben kein Schweinefleisch esse. Das schmeckt mir nicht so. Wie mir aufgefallen ist, der Teig ist tatsächlich, hat eine schwarze Farbe. Seht ihr? In your face! Und auf jeden Fall tue ich sie jetzt in den Ofen. Die Pizza ist fertig geworden. Oh, sie duftet so lecker. Mal gucken, ob sie wirklich so lecker ist. Ich weiß es nicht. Ich habe sie noch nie in meinem ganzen Leben gegessen. Und hoffentlich ist sie nicht wie eine ganz normale Pizza, sondern irgendwas Besonderes. Weil sonst könnten wir ja eigentlich auch eine normale Pizza für 2 Euro kaufen. Ich würde sagen, probieren wir. Okay, sie ist noch sehr heiß vom Backofen. Frag mich, warum die den Pizzaboden schwarz gemacht haben. Denn der schmeckt genauso wie der weiße. Und der Boden hier ist ein bisschen zu dünn für mich. Und sonst ist eigentlich alles wie bei einer normalen Pizza. Aber sie schmeckt trotzdem gut. Was guckt der denn so? Ich ess doch noch. So, ich hab
schaffen wir 40 Likes auf diesem Blog, dann würde ich mich sehr dolle freuen. Und ich weiß, ihr seid ehrlich die beste Community, die man haben kann. Also, zerstört den Like-Button. Und wenn ihr noch auf diesem Kanal seid, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, wenn ich euch natürlich gefalle, sonst auch. Übrigens, der TikTok kennt, da bin ich jetzt auch aktiv. Ein hoffnungsloser Fall. Deswegen könnt ihr da ja mal gerne vorbeischauen, wenn ihr wollt. Ciao. Bis Freitag oder Dienstag. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützen würdet.